Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist mir eine besondere Freude, endlich Ina Regen begrüßen zu dürfen. Du machst mir eine große Freude damit. Danke, du mir auch. Schön, dass ich da sein darf. Super. Du, wir werden ein bisschen reden über dein Leben, so den Verlauf deines Lebens, natürlich über das innere Kind, über deinen Werdegang. Und weißt du, dass ich mit dir oder wegen dir so oft schon geweint habe? Wirklich? Wir waren dabei, also wie ein Kind, das ist ja, ich glaube, das ist ein Lied, das man hört und sich erinnert oder weiß, wann man das erste Mal gehört hat. Das ist eine Sternstunde der österreichischen Popgeschichte. Ich habe es im Radio damals gehört, im Auto, das ist jetzt echt nicht wahr, wer ist das? Ja? Wow. Und ich bin heimgefahren, haben wir es, glaube ich, 10-mal angehört und gesagt, das ist am Punkt, das ist ein Wahnsinn, das ist extremst am Punkt. Und dann lieferst du noch ab, denn mit der Conchita, hörst mir nicht, denke mal, das ist ja nicht mehr zu toppen. Und wie ich jetzt nachgelesen habe, hast du in deiner Anfangszeit Musical dargestellt und da hast du noch Maria Magdalena, Don't Know How to Love Him, auch einer meiner Lieblingslieder. Es macht alles so viel Sinn. Du toppst alles eins nach dem anderen. Wie ich sehe, hast du irgendwie ein bisschen eine Typveränderung gemacht. Ja. Du warst immer die Adrette, Kurzhaar. Ja. Warum? Gibt es einen Grund? Wie man Frauen so nachsagt, wenn es eine drastische Lebensveränderung gibt, dann muss sich ja der Haarschnitt verändern. Neue Liebe? Dieses Klischee hat auf mich sehr zugetroffen, nur kürzer ist nicht mehr gegangen, also mussten sie wachsen. Aber es steht ja gut. Alles. Also ich finde so die letzten 7 Jahre, mittlerweile sind sie fast 7 Jahre, dass wie ein Kind öffentlich erschienen ist. Und das war schon eine ziemliche Achterbahnfahrt und auch für mich immer wieder so mich innen neu erfinden oder auch gewisse Teile, die in mir drinnen waren, im Außen verteidigen. Also ich glaube, so eine große Erfahrung, speziell der Anfangszeit, ich war halt vorher immer selbstständige Künstlerin, so eine One-Woman-Show und dann war plötzlich wie ein Kind und ey, du hast es eh gesagt, hörst du es nicht und auf einmal war das alles innerhalb von wenigen Wochen, war das große Rambazamba los und wenige Wochen später habe ich dann einen 25-seitigen Plattenvertrag vorgelegt gekriegt und ein Team gehabt von 30 bis 50 Leuten, die regelmäßig mit mir gearbeitet haben. Das waren so viele neue Erfahrungen, auch von mir als eben von meiner Wahrnehmung als Sängerin plötzlich zu einer Unternehmerin heranzuwachsen und gleichzeitig Person des öffentlichen Lebens zu sein und. Genau, das war schon eine ziemliche Achterbahnfahrt, diese letzten 7 Jahre und ebenso vor 2,5 oder 3 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, ich mag das auch, dass das eine Veränderung in mir bewirkt hat, auch irgendwie im Außen zum Ausdruck bringen. Und ich habe irgendwie eine Sehnsucht gehabt nach meinen ursprünglichen Haaren und also das steht ja wahnsinnig gut. Steht ja wahnsinnig gut. Sehr weiblich, super. Danke. Super, gefällt mir gut. Fangen wir mal von vorne an. Du kommst ja aus einer Arbeiterfamilie. Warst du die Einzige, die jetzt Matura gemacht hat? Oder wie war das? Was habe ich nachgelesen? Nein, meine und große Schwester hat auch Matura gemacht. Genau. Ich war die Erste, die ins Gymnasium gegangen ist. Aber genau, Bildung war meinen Eltern sehr wichtig. Wahrscheinlich speziell deswegen, weil meine Mama gern eine höhere Ausbildung gemacht hätte, aber nicht durfte, weil Elternhaus und weil das damals halt einfach nicht drin war. Und genau, und dementsprechend war, glaube ich, eben der Wunsch meiner Eltern natürlich auch der, dass ich mit dieser doch recht guten Bildung, die ich da genießen durfte, einen herkömmlichen, um nicht zu sagen, einfach sicheren Job wähle. Und dass ich dann dieses Privileg oder dieses Geschenk, das sie mir da gemacht haben mit der besseren Bildung, nicht so umgesetzt habe, wie sie das gewünscht hätten, war natürlich ein bisschen eine Diskussion. Aber mittlerweile, also diese Diskussion hat vor über 20 Jahren stattgefunden, sprich, wie das heißt, ich Matura gemacht habe und so. Genau. Matura, du hast ein Konversatorium gemacht, genau. Hast Musik unterrichtet, Musikpädagogin. Und wie hat das dann eigentlich angefangen als Background-Sängerin? Du hast ja mit Marianne Mendt gesungen, mit Conchita, mit Norbert Schneider. Wie bist du da reingerutscht? Hast du ein Casting gegeben oder hast du gesagt, nein, jetzt singe ich da mal mit oder ich bin ganz gut? Oder? So ganz genau weiß ich es ehrlicherweise auch nicht. Irgendwann habe ich einen Anruf gekriegt. Ich glaube schon, dass es über die Ecke Marianne Mendt war. Also eben die Marianne hat, was ganz großartig war und sehr wichtig für tolle viele KünstlerInnen. Voll wichtig für viele KünstlerInnen meiner Generation. Sie hat so ein Nachwuchsförderprogramm ins Leben gerufen und hat dann einmal im Jahr in St. Pölten im Festspielhaus eine große Gala gefeiert und hat da die jungen Talente präsentiert.
Und ich glaube, dort hat es so ein bisschen begonnen, erstes Netzwerken, erstes Kontakte austauschen mit der MusikerInnen-Generation über uns. Und so kam dann eins zum anderen und plötzlich habe ich einen Anruf gekriegt vom ORF. Sie suchen eine Background-Sängerin für eine dieser Eurovision Song Contest Vorausscheidungssendungen. Und plötzlich war ich halt dann da im Pool. Also ich war dann Background-Sängerin damals für Oliver Wimmer, ich glaube 2010. Und den kenne ich nicht. Ich kenne alles, den kenne ich nicht. Der hat, glaube ich, Starmania damals, okay, eine der letzten Staffeln Starmania, okay, oder vielleicht war es ein Helden von Morgen, gewonnen, genau. Und plötzlich hatten die meine Telefonnummer und so, hat dann alle paar Wochen, alle paar Monate das Telefon geläutet und irgendwie, und das war gerade günstig, weil ich war zu dem Zeitpunkt gerade nach Wien gezogen, frisch, und habe dann das Gefühl gehabt, okay, jetzt geht das Leben los, und habe natürlich auch am Anfang alles zugesagt, was irgendwie einer gekommen ist, und es war eine großartige Erfahrung, aber eben dann wiederum ein paar Jahre später habe ich so das Gefühl gehabt, ich mache nichts mehr, außer eben Musikschullehrerin sein oder Background-Sängerin sein. Mhm. Und so dieses eigene Komponistin sein, Künstlerin sein, Zeit haben für meine eigenen Projekte, das ist irgendwie so fast zum Hobby verkommen. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, da muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Angebot und Nachfrage natürlich, aber manchmal muss man natürlich auch sich selbst überlegen, was ist meine Sehnsucht im Leben, was ist mein Wille, wo führt mich der hin? Und für das braucht man Zeit. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich dann entschieden, das war so um den 30er herum, dass ich... Sinnkrise, oder? Weil du auch eigentlich immer an zweiter Stelle, oder? Also, und hast die Bühnenluft geschnuppert und hast gedacht, ich kann eigentlich mehr, oder? Ja. Hast du schon zugetraut, dass du gedacht hast, ich möchte Star, kann man jetzt sagen, aber erste Geige spielen. Ich bin so gut, dass sie, oder hat dich da jemand ermutigt? Oder? Nein, es war schon, glaube ich, so ein inneres Drängen und ein inneres Gefühl von, ich habe was zum Sagen und ich habe irgendwie eine Vision von Musik und von Kunst und von, ich habe so viele Themen, die ich mit der Öffentlichkeit gern in den Diskurs bringen möchte. Und wenn du aber Background-Sängerin oder Side-Musician bist, dann bist du Ausführender für die Vision von jemand anderem. Und das ist auch richtig und gut so. Und ich glaube, es gibt da viele InstrumentalistInnen, die ganz froh sind, wenn sie keine eigene Vision haben müssen, sondern die einfach happy sind, wenn sie genug Engagements haben und Musik machen können. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, da gibt es einen Hunger, der lässt sie trotz eines vollen Kalenders und eines offiziell erfolgreichen Lebens, dieser Hunger lässt sie gerade nicht stillen. Mhm. Und dem wollte ich dann auf den Grund gehen. Es war weniger so eine Sinnkrise mit, oh mein Gott, was mache ich mit meinem Leben und alles ist schlimm, sondern es war eigentlich eher so eine Sehnsucht nach, ich möchte mehr gestalten, ich möchte mein Leben proaktiver in der Hand haben und nicht so sehr auf mich einprasseln lassen. Mhm. So. Das heißt, du hast da ein Jahr Auszeit genommen zum Nachdenken und haben da dann vielleicht deine Eltern gesagt, ja, ich habe das schon immer gesagt, hättest du was Gescheites gemacht, oder? War das da im Hintergrund auch oder haben sie gesagt, mach das? Das würde mich mal interessieren. Naja, also da war ich dann schon 30, da lässt man sich die Eltern nicht mehr Eltern so viel rein. Sind immer Eltern. Aber das stimmt, Eltern sind immer Eltern. Nein, zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern schon längst überzeugt davon, dass ich meinen Weg gehen werde. Schon auch, dass es ein sehr eigenwilliger, eigenständiger Weg ist, im Sinne von, niemand vor mir ist diesen Weg gegangen, also weder aus meiner Familie, sondern generell. Aber dass ich irgendwie die Kraft habe und auch diesen Drive habe und diese Intensität im Leben auch will, dass ich Pionierin sein kann in manchen Dingen. Und so war es halt dann auch. Also abgesehen von Marianne Mendt, die Mutter des Austropop mit Frau im Dialekt und eben dann in ihrer Generation Steffi Werger und Maria Bill, hat es halt dann lang niemanden gegeben in Österreich, der im Dialekt Pop, und Mainstream, so stark Musik ist, macht. Weißt du, auch die Stärke. Du machst, ja Stärke aus. Und diese Frauen, die du aufgezählt hast, sie sind ja irrsinnig stark. Mhm. Stark wie ein Felsen zum Beispiel. Oder? Ja, stimmt. Ja. Und Marianne Mendt, sowas ein Wahnsinn. Ja. Voll, aber das war natürlich zu dem Zeitpunkt, das kann man sich ja dann immer nicht so gut vorstellen. So wie du sagst, man hat irgendwann, ist in Berührung gekommen, die meisten über wie ein Kind mit, wer ist jetzt das? Und da gibt es die Ina Regen. Mhm. Und dann denken sie natürlich alle, das war mir immer schon klar, dass ich das bin. Aber ich habe das ja auch erst aus mir heraus schöpfen müssen. Also die Regina Mallinger, meine private Person, musste Ina Regen irgendwie erst
erfinden oder erleben oder vielleicht sogar bildlich gesprochen gebären. Und dieses Kultivieren dieser Energie und dieser Sehnsucht und dieses Hungers, das hat einfach eine Zeit gebraucht. Mhm. Und das, dafür habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen, genau. Also ich habe meinen vermeintlich sicheren Job an den Nagel gehängt oder sehr stark reduziert, habe möglichst viele Jobangebote abgesagt und gesagt, nein, ich konzentriere mich jetzt einmal nur auf mich als Schöpfende. Und am Ende dieses Jahres war überhaupt nichts klar. Also es war, am Ende dieses Jahres habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ich bin gescheitert mit diesem Vorhaben. Ich habe nicht gefunden, was ich gesucht habe. Ich war irgendwie mehr verloren als jemals zuvor und war ja, ein bisschen erschüttert von dem, wie schwierig das ist, Künstlerin zu sein oder zu werden. Und eigentlich war dann, dieses Jahr war bereits abgelaufen und ich habe mir irgendwie gedacht, ja, dann muss ich aufhören. Wenn ich jetzt nicht rausfinde, was das ist, dann muss ich es bleiben lassen, dann muss ich erwachsen werden und diesen Traum begraben, weil dann ist es vielleicht wirklich naiv. Aber mich würde interessieren, aber Druck von außen hast du nicht gehabt, so von Bekannten, von eben nein. Eltern, von dir, dass du sagst, jetzt mach einmal was oder so. Nur du hast dir selber Zeit gegeben, alles von innen, die innere Stimme gehört. Ja. Wie weit bin ich, geht sich das jetzt aus? Ja, richtig. Es war vielleicht sogar, also schon, ich habe in den Jahren davor, also so Ende 20 schon immer wieder, also ich hatte ja auch Bands, wo ich Frontfrau war und wo ich Songs dafür komponiert habe und also ich habe da viele Projekte so als, heute würde man sagen Testballons oder Prototypen ausprobiert, aber so richtig aufgegangen ist halt keins davon und in dieser Zeit, natürlich kriegt man dann auch öfter Feedback von, ja eben, vielleicht reicht es halt nicht, vielleicht bist du als Background-Sängerin eh ganz gut aufgestellt, vielleicht eben, also ich kann mich schon an mehrere Personen erinnern, die mir irgendwie am Boden halten wollten oder die mir das halt auch nicht zutraut haben, diese Art von Karriere. Und ich habe aber gemerkt, das stachelt mich fast nur mehr an, dann interessiert es mich erst recht. Und gar nicht so sehr, um jemandem was zu beweisen und um irgendwie außen berühmt oder erfolgreich zu sein, das ist mir bis heute herzlich wurscht, sondern es war halt so dieses innere Gefühl von, ja, aber ich glaube, dass da was ist und ich glaube, dass das stimmt und ich glaube, dass ich das leben möchte. Also es war mehr so ein intrinsischer Antrieb eigentlich und die externen Einflüsse waren halt eher die, dass ich so das Gefühl gehabt habe, man traut mir das nicht zu und dagegen wollte ich mich dann wehren. Ja. Und wie ist es dann gekommen? Wie ist das jetzt, bist heimgegangen, hast Yoga gemacht oder bist laufen gewesen, also bist heimgekommen, das ist es oder hat dich jemand bestärkt? Auch, ich habe in der gleichen Woche meine erste Philosophiestunde genommen mittlerweile einem von meinen besten Freunde, beim Martin Mucher. Und er hat mir einerseits die Philosophie, das Destillat von Kant irgendwie beigebracht, eben mit den großen vier Fragen von Kant. Und das hat mich die ganze Woche so irgendwie beschäftigt. Also da geht es auch um den, wenn jemand das recherchieren will oder kennt sich eh damit aus, um den kategorischen Imperativ. Und das ist so die ganze Woche so ein bisschen in meinem Universum herumgeschwappt und gleichzeitig war halt irgendwie klar, okay, dieses Jahr Auszeit war abgelaufen und das dritte, also dieser Tag, an dem ich dann am Abend wie ein Kind geschrieben habe, war eigentlich zu dem Zeitpunkt einer der karrieretechnisch kompliziertesten, weil einerseits war ich in der Recall-Runde für ein großes Musical-Engagement in Asien und andererseits war Conchita Wurst Europa-Tournee im Gespräch und beides wurde innerhalb von einer Stunde, hat sich das in Luft aufgelöst mit, nein, machen wir doch nicht, machen wir später, ist nicht. Und irgendwie war das alles so, das hat mir so einen richtigen Schlag ins Gesicht und auf den Brustkorb gegeben und ich habe es einmal kurz gar nicht ausgehalten und bin dann spazieren gegangen und war richtig traurig einfach. Es war einfach ein trauriger Herbsttag. Und und bin mit diesem Gefühl und auch mit diesen vielen Fragen von Kant zurückgekommen und habe mich ans Klavier gesetzt und es hat geregnet und irgendwie war ich eigentlich auch so, vielleicht haben sie recht und es reicht doch nicht, vielleicht muss ich aufhören oder aufgeben. Und aus dieser Traurigkeit ist dann wie ein Kind rausgekommen. Und wenn man sowas abliefert, also man kann man wirklich abliefert, ja, dann hast du das gewusst, das wird was? Oder hast du dir jemanden angerufen, du, ich hab's jetzt? Oder wen schickt man das? Oder wie funktioniert sowas? Im ersten Moment war ich insofern sehr tief verunsichert, weil das war das allererste Mal, dass ich im Dialekt gesungen habe. Und ich habe es bis zu diesem Zeitpunkt auch eigentlich kategorisch ausgeschlossen. Ich habe gewusst, ich will nicht Dialekt singen. Ich hatte da selber leider
mehr Vorurteile oder Klischees im Kopf und irgendwie absurde Mauern, die dagegen gesprochen hätten, als dass ich mir das einfach traut hätte. Und dementsprechend war dort zuerst einmal so absurd, das bin so sehr ich, also auch meine Stimme klingt anders, wenn ich im Dialekt singe und da kommen ganz andere. Authentischer, ne? Eigentlich. Ja, genau. Ja, da transportieren sich so viele andere Ebenen mit, das hat mir im ersten Moment den Boden unter die Füße weggezogen, weil ich habe so lange gesucht und dann finde ich es genau dort, wo ich es nicht finden wollte ursprünglich. Das war ein schwieriger Spagat für mich und wenige Wochen davor habe ich mit einem Produzenten, mit dem ich dann auch die ersten Jahre zusammengearbeitet habe, mit Florian Kuschokaro, der hat mir eben auch schon mal gesagt, ich glaube ja, du wärst im Dialekt großartig. Und das war schon so ein bisschen im Hinterkopf und dem habe ich das dann geschrieben. So, also ich habe es im ersten Moment abgelehnt und strikt verweigert, wie er mir das vorgeschlagen hat. Und wie es aber dann passiert ist und ich habe schon gespürt, wow, da ist gerade was Besonderes passiert. Also ich habe die Magie von diesem Klavier und von der Strophe speziell, den Chorus haben wir mehrmals umgeschrieben, aber ich habe schon irgendwie gespürt, wow, ich glaube, da ist was drin. So. Genau, und habe ihm das dann geschrieben und geschickt und er hat dann gesagt, spiel es mir vor und dann haben wir gemeinsam eigentlich dieses Lied fertig geschrieben und auch eben die ersten zwei Alben miteinander produziert und von da an ging es verhältnismäßig schnell. Das ging schnell und die Glückshormone und alles, das ist genau. Ja, überwältigend, Wahnsinn. Ja, überwältigend trifft es in jederlei Hinsicht. Ja. Aber wenn man dann sowas landet und das ist natürlich dann ja natürlich sehr schwierig zu sagen, wie toppe ich das jetzt oder wie halte ich das jetzt? Am Anfang hat man dann den Flo natürlich mit für Preise vorgeschlagen, aber ist dann schon schwierig, oder? Dann weiterzumachen und sagen, jetzt dann muss ich weiter tun, oder jetzt fällt mir, so ein Gassenhauer wird dann nicht immer einfallen, oder? Und ich verändere, ich hab gehört, jetzt bist du ein bisschen oft schneller unterwegs, oder? So genau, Willkommen in Österreich habe ich angehört und so, also ein bisschen einen anderen Stil gemacht, aber ich finde auch, dass das die Romantischen langsam in dir schon sehr steht. Also ich möchte jetzt aber schon. also ich glaube, das Schwierige, was wahrscheinlich jeder Selbstständige und jede Künstlerin irgendwie kennt, ist, dass man trotzdem sich selbst treu bleibt und sich nicht über außen definieren lässt. Also mir ist schon klar, und ja, ich liebe Balladen auch, und mir ist auch klar, dass das war der Erstkontakt mit dem, was ich bin, und viele Menschen brauchen dann auch quasi eine Art Raster oder Schublade, wo sie dann sagen, die Ina Regen, das ist die mit den traurigen Klavierliedern. So. Was ja eigentlich nicht zu dir passt, du hast ja eigentlich ein Äußeres, das ja so gewinnbringend ist. Du bist ja durch und durch, bist du immer so lustig oder immer so immer lachend, immer, ja, also. Immer nicht, aber ich bin es gern. Also ich bin gern optimistisch, ich habe so eine aktive Natur und ich bin immer auf der Suche nach Intensität und hey, was reißen wir an? So, also mein Spitzname ist Ferrari und ich glaube, das stimmt auch ein bisschen. Ja, stimmt ein bisschen. aber, und daher kommt ja dann auch der Künstlername, also Ina Regen. Von Regina, jetzt habe ich es heraus, von Regina. Ja. Wer hat das erfunden? Du selber, oder? Gemeinsam mit Florian Kuschokaro. Ah, genau. Das ist ja cool. Ja. Genau, und ich glaube, einerseits ist mir diese melancholische, nachdenkliche, philosophische Seite extrem wichtig. Also ich habe auch so das Gefühl, mit dem fängt immer alles an. Also mit einer Sehnsucht, also vielleicht fängt es mit einer Traurigkeit oder mit einer Melancholie an von, das muss doch besser gehen. Also auch wir als Menschheit, wir müssen das doch besser hinkriegen mit gemeinsam miteinander leben, politisch besser miteinander leben. In diesem Klimawandel, wir müssen es doch besser können. Mhm. Und natürlich, damit man überhaupt damit zu diesem Besser kommen kann, braucht es ja vorher, so wie es jetzt gerade ist es nicht gut genug. Und insofern glaube ich, habe ich auch um die Zeit von wie ein Kind herum verstanden, natürlich bin ich am liebsten glücklich und happy und alles ist schön, aber das ist kein Zustand, der sich halten lässt. Und das ist vielleicht auch eine naive Vorstellung von Erwachsenwerden. Genauso ist es nicht haltbar, dass wir immer nur sudern und immer nur mit dem Finger auf was zeigen und alles ist irgendwie schwer und kompliziert und pessimistisch, sondern wie kann man den Spagat aus diesen beiden Energien leben, weil wir brauchen beide. Das sind die zwei Seiten einer gleichen Medaille. Und das interessiert mich. Und deswegen ist mir schon klar, dass vielleicht viele sich wünschen, dass ich immer nur melancholische Balladen schreibe.
Ich. Aber da kriege ich ja selber Depressionen. Ach so, ja. Ja, das ist gut. Aber da bist du immer ein bisschen Suchende schon. Gut, ich meine, man soll ja bis zum Lebensende suchen. Man findet ja immer etwas. Nicht? Ich glaube, ich aber bin ein Gestaltende. Gestaltend. Ja. Aber du bist schon an einem Moment, wo man sagt, das ist es, jetzt bin ich mal zufrieden. Bist du mal zufrieden auch? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, ich bin in meinem privaten... Also es gibt diese Momente und ich finde, es darf voll okay sein, dass alles so eine Aneinanderreihung von Momenten ist. Also ich glaube, im Jetzt zufrieden zu sein und trotzdem Visionen und Wünsche für die Zukunft zu haben, das schließt sich nicht aus. Ja, absolut nicht. Du, Themenwechsel. Starmania. Ja. Na, war das Starmania der Helden? Starmania warst du in der Jury. Mhm. Du warst ziemlich gut, weil du ja so ein bisschen, du hast immer so viele Tipps gegeben. Also du hast das irgendwie erklärt, was sie falsch machen oder was besser sein konnte. Das war sehr nachvollziehbar für einen, der, ich bin ja Starmania-Fan der ersten Stunde. Wie schön, danke. Ja, total. Und sag, wie geht man da eigentlich um? Oder habt ihr, sind die, wir haben manche Lade getan, ja, da stehen sie, da werden sie raufgehievt auf die Bühne, sind kurzzeitig Star, unter Anführungszeichen, das war in Österreich. Mhm. Und eigentlich dann, wenn es da irgendwie vorbei ist oder wenn also man vom Ausscheiden braucht man gar nicht reden und diese Frustration wieder kommt, aber dann werden manche aufgebaut, Sprichwort der Michi Tschugnal und die Nadine und wie sie alle geheißen haben, und auf einmal sind sie nichts mehr. Auf einmal werden sie vergessen und vom ORF nicht mehr berücksichtigt und dann sind sie wieder normal. Wie geht man damit um? Oder werden die darauf vorbereitet oder werden die einfach im luftleeren Raum entlassen? Das ist schon schlimm, finde ich. Ja, also wir haben das auch, ich kann mich an intensive Gespräche erinnern, speziell mit Fiverr und mir. Also Fiverr war auch in der Jury, Team Bensko, aber speziell von der Fiverr und von mir ist so ein intensiver Impuls gekommen, dass man die KandidatInnen, wir dürfen nicht vergessen, es war auch während Corona, die durften teilweise nur eine Bezugsperson mitnehmen in diesen ganzen Wahnsinn. Es gab kein Publikum, die waren irgendwie ja, also die wurden auch quasi relativ streng gehalten, damit sie niemand ansteckt und damit die Sendung weiter funktionieren kann. Also es waren zu der sowieso schon, so wie du sagst, absolut außergewöhnlichen Situation, waren sie auch nur mal on top, wirklich, wirklich schwere Rahmenbedingungen, und wir haben da relativ früh versucht zu intervenieren und zu sagen, die brauchen psychologische Unterstützung für diesen Prozess. Das hat mehrere Wochen gedauert, bis das dann auch passiert ist. Und trotzdem, es ist eine wahnsinnig außergewöhnliche, es ist ja fast ein Popstar in der Petrischale. Also es hat ja mit der echten Welt und mit dem echten Leben kaum was zu tun. Mhm. Also auch nicht mit dem echten Leben als Künstlerin. Mhm. Und natürlich kann man versuchen, diese jungen Menschen, und die waren halt zum Teilweise, also teilweise 15, 16 Jahre alt, natürlich kann man versuchen, die darauf vorzubereiten mit Worten und zu sagen, das ist irgendwie jetzt gerade eine Ausnahmesituation, aber die haben noch nicht die Lebenserfahrung, dass die das wirklich einbauen können. Mhm. Und dementsprechend natürlich, und das ist hart, mussten sie diese Erfahrung am eigenen Leib machen, wie das dann ist, wenn man heute top, morgen flop ist. Mhm. Aber auch da muss man halt sagen, sie haben sich freiwillig für dieses Phänomen Casting Show entschieden. Das ist eine bewusste Entscheidung. Die kann einer dann irgendwann auch, die Konsequenz kann einer dann keiner mehr abnehmen. Mhm. Man kann es abfedern versuchen. Aber das ist sicher, glaube ich, Vorwurf ist ein großes Wort, aber zumindest eine Empfehlung an den ORF, dass man, wenn man mit Menschen arbeitet, die gerade so die erste kleine Zehe in dieses Showbusiness reinsetzen und nur nicht, und dort irgendwie ihre ersten Schritte machen. Ich glaube schon, wenn man da mit Laien arbeitet, dass man die dorthin begleiten muss. Also mir ist ja selber, ich bin mit 33 berühmt worden und war davor schon 10 Jahre in dem Business und habe, so wie wir am Anfang schon geredet haben, das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie darauf vorbereitet. Ich war nahe genug dran und ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Mhm. Und trotzdem war es immer nur eine überwältigende Erfahrung für mich. Und ich war 33. Also wie muss das dann sein für jemanden, der 15 oder 16 ist? Und da glaube ich schon, dass es da ein Umdenken braucht, generell auch, was den Zeitgeist angeht, wie Entertainment heute funktioniert. Ich glaube, dass der Ton sich sehr geändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich glaube auch, dass speziell auch die jüngeren Menschen zu Recht ihre Grenzen besser wahren wollen, was dann manche Interviewfragen angeht oder wie man mit einer umspringt und wie man mit einer umgeht. Also ich glaube, da
gab es auch von den KandidatInnen, und ich bin mit manchen von ihnen bis heute in Kontakt, und da gab es zu Recht intensive Kritikpunkte, und ich wünsche mir sehr, dass die FernsehmacherInnen dieses Landes sich das auch zu Herzen nehmen. Mhm. Also es muss einfach ein Dialog sein aus beiden Richtungen. Mhm. Aber um mit was Positivem abzuschließen, also eben die Starmania-Siegerin dieser Staffel, die Anna Buchecker, wird jetzt im Herbst meine 40 und weiter Tour als Support eröffnen. Also die kommt mit auf Tour und spielt ihr Programm, weil die veröffentlicht auch jetzt im Herbst ihr Album. Mhm. Und da freue ich mich sehr, dass ich nach wie vor eben mit diesen KandidatInnen, mit einigen von ihnen zumindest, im Verbund sein kann und dass ich diese Wege weiter unterstützen kann und dass wir vor allem aus dieser Hierarchie herausgekommen sind von die Ina gibt das strenge Feedback und dann ist da irgendwie weiter unten, sind die KandidatInnen, weil für mich war es so nie, sondern ich habe immer versucht, natürlich habe ich einen größeren Erfahrungsschatz und aus dem habe ich sowohl aus meiner Expertise als Gesangslehrerin als eben auch aus meiner Erfahrung als Künstlerin in diesem öffentlichen Leben, habe ich halt versucht, da einen Mix zu finden an Tipps. Und ich war froh, dass die weitestgehend auch sehr gerne und gut angenommen worden sind. Aber diese Hierarchie habe ich nie wollen und auch nie so gut gespürt. Und ich bin froh, dass wir die jetzt nicht mehr brauchen, sondern jetzt sind wir alle KollegInnen auf Augenhöhe. Du, und du gehst jetzt auf Tour ab Oktober? Ja. Läuft's gut? Ich hoffe. Ja, weil jetzt viele kündigen bei Touren an und da war es kommt keiner. Aber ich glaube, bei dir kann man schon. Nein, ich bin auch nach wie vor extrem dankbar darüber, dass eben speziell diese Anfangsphase mit Wir Kind und Herz das nicht und dann mit Starmania und auch meine letzten beiden Alben, zuletzt dann sogar mit einem Orchester, also dass das Publikum. Du hast den Amadeus auch gekriegt, oder? Für genau. Rot, für Rot oder Red oder wie heißt das? Für Klee. Erstes Album, für Klee habe ich den Amadeus fürs Album des Jahres bekommen. Für Rot war ich dann nur mehr nominiert. Ja. Und also ich bin eigentlich extrem happy und unfassbar dankbar bis demütig, dass das Publikum mir nach wie vor so wohlgesonnen ist, dass ich das jetzt einfach schon seit 7 Jahren machen kann und hoffentlich nur 70 Jahre weiter. Und ich gehe jetzt im Herbst auf Tour, beginnend am 30. Oktober in Wiener Neustadt, 31. Oktober Wien und dann Niederösterreich. Wo in Wien? Dass ich kommen Im kann? Globe in Wien. Ja, okay. Genau. Und die Tour heißt 40 und weiter, weil ich eben jetzt... Stichwort, du betonst darauf, du wirst 40. Richtig. Darf man das sagen? Ja klar. Na unbedingt. Nächste Woche in 11 Tagen und zufälligerweise habe ich mir gedacht, weil du es sagst, da haben wir etwas für deinen 40. Geburtstag. Happy Birthday. Danke. Echt? Habt ihr das ausreichend gesehen? Ma, ihr seid lieb. Klar, das erste Champagner. Pre-Geschenk für deinen 40er. Du sollst jetzt Wochen feiern, das genießen. Das tue ich. Toi, toi, toi für deine Tour. Dankeschön. Dass alles großartig wird und bleib so, wie du bist. Bleib bitte so, wie du bist. Du bist so positiv, so eine tolle Ausstrahlung. Danke. Und schreib wieder ein trauriges Lied einmal. Bitte, für mich. Mach ich. Machst du? Gut. Muss dir keine Sorgen machen. Also ich habe das Gefühl... Meine letzten Alben sind, da ist immer was von der Melancholie mit dabei, aber ich glaube, dieses englische Sprichwort, you never get a second chance for a first impression, jetzt weiß man halt schon, wer ich bin und da nur mal so dieses große wie ein Kind Wunder geht allein schon deswegen nicht, weil die Menschen ja schon wissen, wer ich bin. Klar. Und insofern versuche ich mir selber treu zu bleiben und immer weiter zu werden, wer ich bin. Klar. Und ich lasse euch gerne daran teilhaben auf meiner Tour und mit meinem nächsten Album und auf den sozialen Medien sowieso. Also ich freue mich, wenn wir alle in Kontakt bleiben. Super, danke dir herzlichst. Danke. Und du kommst nochmal ins Eiles, gell? Ja, das. Unbedingt. Ich sag sehr das. Gerne. Ja, genau. Gut. Okay, danke. Danke. So, unser nächster Gast ist der Ferdinand Querfeld, ein quasi Nachwuchsgastronom aus der berühmten Familie Querfeld, ein Supersportler, und bin neugierig, was er zu sagen hat. Schaut's zu.